Grüß dich, Volker. Ich möchte hier endlich auf deine liebste Award-Nominierung antworten, die du mir Ende Juli geschickt hast. Danke für deine Geduld. Ich bin jetzt hier oben bei Spielberg in der Nähe. Also suche ich mir jetzt ein kleines Plätzchen. Wir haben warmes Wetter. Und dann antworte ich auf deine Fragen. Bis gleich. Ich glaube, ich habe hier ein gutes Plätzchen gefunden. Trocken, leicht erhöht. Nun, ob ich für oder dagegen bin, Internet unterwegs zu nutzen. Grundsätzlich bin ich eigentlich gegen Elektrosmog und dergleichen. Wir werden schon genug bombardiert mit allen möglichen Radiowellen und Frequenzen und so. Aber es gibt einfach Situationen, wo Internet unterwegs einen Vorteil bringt, wie zum Beispiel jetzt mal eine Navigation berechnen zu lassen oder so. Da braucht man häufig Internetzugang. Wogegen ich wäre, ist, dass man ständig das Internet vor den Augen haben muss. Also ständig das Internet einen selber kontrollieren lassen, anstatt dass man selber Kontrolle darüber hat, selber das Ding als Werkzeug nutzt und sich nicht als Werkzeug des Internets versteht. Was bringt mich aus der Ruhe? Nun, ich würde sagen, dass ich schon aus der Ruhe zu bringen bin, aber ich hoffe, es liegt niemand darauf an. Also, wenn ich Ungerechtigkeit bemerke, meiner Person nach geht es noch, aber wenn ich Ungerechtigkeiten von denen, die ich gern habe, wenn ich da was mitkriege, dann fühle ich mich auch noch mehr auf den Schlips getreten. Ich denke, ich laufe mal weiter. Ob ich Angst habe, unterwegs zu sein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin gerne draußen, auch in der Einsamkeit. Vorbereitung macht sehr viel aus. Ich bin gläubig. Insofern auch in der Vorbereitungszeit empfinde ich immer auch so, dass man sich auch mental, geistlich vorbereiten kann. Und Angst eher nicht. Vielleicht mal das beklemmende Gefühl, wenn man die Orientierung vielleicht verloren hat. Dabei ist man nicht so schnell gelaufen, wie man dachte, von der Planung her. Ernährung. Ja, ich esse gerne. Aber ich muss sagen, unterwegs unterscheidet sich meine Ernährung zu Hause schon, dass ich einen höheren Anteil an Wildkräutern habe. Ich nehme einfach das Gras, was am Wegrand ist, gucke mir die Sachen an, hier zum Beispiel hier, ja, schöne Fichten, da können wir mal ein bisschen drauf kauen, den harzigen Geschmack schmecken und so. Das würde ich jetzt nicht zu Hause machen, da wohne ich in der Stadt, das kann ich. Da würde ich nicht denken, dass ich da unbedingt so besonders gesunde Sachen in der Stadt finde, an Wildkräutern. Das ist ein bisschen schwieriger. Ja, komme ich gleich zur nächsten Frage. Ich mag von den Brennstoffen her Holz am besten. Es ist ein nachwachsender Rohstoff. Er verbrennt eigentlich nur die Gase, die er vorher aufgenommen hat. Er gibt nur den Staub ab, den er vorher auch aufgenommen hat und so weiter. Ich finde, das also ist im Kreislauf das Sinnvollste. Ich mag auch die Atmosphäre von Holzverbrennung. Das Knistern, das Knacken. Mal gucken, was ich hier gefunden habe. Keine Ahnung. Ja, ansonsten auf der Fahrradtour habe ich am meisten Spiritus verwendet, Trangia mit Windschutz. Das ist einfach sehr ökonomisch, würde ich mal sagen.
Je länger man unterwegs ist, desto leichter wird's. Der Sprit verbraucht sich. Und ich mag einfach Spiritus. In dem Sinne, dass auch der aus Bioethanol hergestellt wird, weniger umweltschädlich ist wie andere Dinge. Vor allen Dingen, man hat nicht dieses Befüllen von Kartuschen oder dergleichen Sachen. Die Frage lautet dahingehend, ob ich Erfahrung habe mit Wetterveränderungen. Ja, habe ich. Ganz krass natürlich auf der Radtour. Von 14 Grad plus tagsüber mit Sonnenschein am Beginn der Radtour bis dann unter Null zum Ende der Radtour. Aber man muss, glaube ich, so mental gesehen eine gewisse Elefantenhaut mitbringen. Man muss den Willen mitbringen, sich zu freuen und das auch zu genießen, dass sich Wetter verändert. Und wenn man so eine Basis an Ausrüstung hat, so gerade so ein bisschen was, dass man sich vor den Wetterunbilden, sage ich mal so, schützen kann, dann ist das von Vorteil. Und zur Not muss man halt auch mal, ohne jetzt schlechte Laune zu kriegen, eine Tour abbrechen. Also, man macht das ja alles zum eigenen Spaß. Insofern würde ich sagen, unsere Wetterinstrumente, die wir haben, lassen noch relativ gut auf die nächsten 24 Stunden die Wettervorhersagen prognostizieren. Mal kenne ich auch nicht die Pilze, die hier wachsen. Ja, dann zur nächsten Frage, ob das Gesundheitssystem funktioniert. Kann ich keine Beurteilung abgeben. Wie ich meine Touren plane, hab's gerne mit Komoot, weil man die komplett offline legen kann. Man kann sie am PC planen, man kann sie sich aufs Smartphone rüberziehen. Ansonsten mag ich aber auch gerne einfach mit einer Karte in der Hand, mit einem guten Maßstab einfach losziehen, da wo ich gerade bin. Funktioniert eigentlich auch. Oder ganz impromptu, ganz aus dem Stegreif raus. Man ist irgendwo am Rastplatz, man sieht, der ist nicht umzäunt von der Autobahn. Man schnappt sich seine Jacke, seine Trinkflasche und macht einfach eine kleine Runde. Hauptsache mal raus aus dem Auto oder aus dem Verkehr oder aus dem Stau. Ja. So, Lärm macht mir nichts aus, wenn es natürlicher Lärm ist. Macht mir viel aus, wenn es menschlich oder durch Musik erzeugter Lärm ist. Muss ich sagen, einfach ist nicht angenehm, ziehe ich mich gerne zurück. Ich bin froh, dass ich die Nachbarn habe, die ihre Musik, wenn sie sie anmachen, höchstens in Nicht-Schlafen-Zeiten anmachen. Ich selber versuche zum Beispiel mich auch dran zu halten. Ich nehme dann auch Kopfhörer, wenn ich etwas lauter Musik genießen will. Ja, wenn ich zum Beispiel ans Autofahren denke, fahre ich selten schneller, als es sinnvoll ist. Auf Autobahnen fahre ich oft nur 110, 115. Es produziert viel weniger Lärm als mit 140 aufwärts durch die Gegend zu fahren. Ja, kommen wir zum Thema Selbstüberschätzung. Volker, muss ich auch ganz ehrlich sein, ich habe mich manches Mal schon überschätzt. Passiert. Aber ich denke, man lernt daraus. Wichtig ist, dass man aus allem im Leben, aus allen Situationen heraus etwas lernt, dazu lernt und sich aber auf sein Gelerntes auch nichts einbildet. Also nicht irgendwie so mit erhobener Nase dann daherlaufen, was bin ich doch für ein toller Buschkrafter oder irgend sowas. Das hat so ein Geschmäckle anderen gegenüber und
ist auch nicht gesund, weil man dann eben auch auf die Schnauze fallen kann. Ja, und grüßen, da grüßt die Technik. Das Videoclip ist weg. Ich musste ein bisschen was löschen, damit ich wieder Platz habe für diesen langen Talk. Ja, also ich grüße gerne Leute, die mir entgegenkommen, wenn ich eine Tour mache oder so. Sind es ja auch irgendwo Gleichgesinnte. Kommt nicht immer eine Entgegengrüßung zurück, aber manchmal schon. Und da kommt man auch einen kleinen Plausch und so. Schön. Ich grüße auch gerne mal YouTube-Kanäle, wobei ich sagen muss, wenn ich das tue oder wenn andere das tun, wenn andere mich grüßen, dann fände ich es gut, wenn man eine kleine PM schickt, weil man dann einfach auch als Adressat der Grüße weiß, da hat mich jemand gegrüßt und dann kann man auch entsprechend reagieren. Ja, und jetzt geht es um die Nominierungen. Ich nominiere Marc von Firewoodcraft. Siehst selber, ich war jetzt noch gerade hier an der Hedwigsquelle unterwegs. Hier wird kräftig umgebaut. Schau, da wird eine Art Auffangbecken gemacht jetzt. Aber wenn du also die 11 Fragen, die ich also unten in der Videobeschreibung aufgelistet habe, wenn du die auch beantworten würdest, würde ich mich freuen. Wenn du das schon mal gemacht hast, diese Fragen, dann verzeih mir, ich komme einfach jetzt nicht danach, alle Videos zu gucken, habe mit Schule und Ausbildung hier in Ettlingen ordentlich zu tun. Ich komme einfach nicht hinterher mit den Videos gucken. Ich nominiere dann auch den Roman Wild Soda und damit grüße ich dich auch. Winke, winke, hat er so gemocht, dass du etwas zu deinem Kanal noch hörst, würde ich sagen, ich finde deinen Kanal gut, kann ich eigentlich nichts aussetzen. Ich wünschte mir manchmal, wenn du da bei dem Baumstumpf deine Videos machst, dass du die Kamera doch manches Mal noch ein bisschen näher ran nimmst, macht die Sprachverständlichkeit besser und man sieht dann auch mehr Detail, was du da genau reviewst, was du da genau jetzt vor die Kamera halten willst. Ja, ich selber nominiere des Weiteren also als drittes noch dann den Geser und deswegen werde ich die Fragen auch nochmal auf Englisch unten reinschreiben. Also ich switch mal gerade rüber nach Englisch. Geser, in the video description there are some questions I have. I would like you to answer if you have time, if you get time, whenever you get time. I would be very glad to hear from you about this. So you can do this as a video response whenever you want to. Und dann geht's wieder zurück auf Deutsch. Also Volker, danke nochmal für deine Aktion hier, dass du mich nominiert hast. Tut mir leid, dass ich von Ende Juli bis jetzt gebraucht habe. Aber so sind die Sachen mit der Kartoffelaktion und jetzt meiner Lehre. YouTube ist auch noch da, wenn ich wieder zurück bin von den Dingen. Also, tschüss an alle und ciao.